Vielleicht hast du von der Marke Steel Wheel schon mal gehört. Ich habe hier das Roma. Das ist ein Allround-Messer für den Outdoor-Bereich und wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Hier ist es, dieses Roma von Steel Wheel. Und das Messer hat mir ein treuer Zuseher zugeschickt. Dankeschön. Geht auch wieder retour an dich. Und ich habe das jetzt immer wieder mal in der Hand gehabt. Ich habe ein bisschen damit herumgespielt. Ich zeige dir heute jetzt in diesem Video auch, was es kann. Und ich habe es für sehr gut befunden, nämlich für den Preis. Ich gebe dir billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop und auch auf Amazon, wenn du dort lieber kaufst. Das Ding hat wirklich was. Schauen wir es uns einmal an. Griff, ja, Griff in Kunststoff, leicht abfallend, liegt extrem gut in der Hand, es gibt nirgendwo eine scharfe Kante, es ist extrem, wirklich extrem gut gemacht. Hier hinten diese kleine Nase, die ich extrem gut finde zum Hacken, ja, das heißt, du kannst es hier einklemmen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger oder auch nur Daumen und Zeigefinger und kannst damit durchziehen. Es gibt die Möglichkeit, auch hier ein kleines Bändchen durchzugehen. Ich meine, insgesamt der Griff ist einfach so eingenietet in diesen Erl, der hier durchgeht. Aber das geht sich gut aus und da der Griff auch groß genug ist, schau mal, das kannst du auch mit Riesenbratzen angreifen, stört das nicht, ist wirklich sehr, sehr nett gemacht. Hier hinten am Griff steht auch ein bisschen der Erl raus, ist alles sehr nett gemacht. Die Griffe kann man nicht abnehmen, das ist ein Kunststoff, der ein Guss ist und hier genietet ist und die Sache ist erledigt. Gut, das einmal dazu, liegt extrem gut in der Hand, auch für Powercut oder ähnliche Sachen, wir werden dann nachher gleich damit arbeiten, ist das alles gut geeignet. Was mir bei dem Messer nicht so gut gefällt, weil mir das grundsätzlich nicht so gut gefällt, ist diese Fingermulde hier. Ich halte das persönlich für unnötig, aber ist halt jetzt so, wenn die Klinge bis ganz nach vorgehen würde, hätte ich viel mehr Klinge, viel mehr Material oder ich könnte mir das Ganze schenken, dann wäre es auch etwas kürzer, hätte dadurch aber auch weniger Zug. Alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber das ist einfach so. Die Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Das heißt, auch wenn du hier in die Fingermulde reingreifst, schneidest du dich nicht da oder stichst dich da an diesen Anschliff. Das haben sie ganz gut gemacht. Ich kenne es noch von anderen Messern, die dann noch einmal abgeschliffen haben. Das haben die nicht gemacht, aber es ist zumindest nicht scharfkantig. Kann man überhaupt nichts sagen bei diesem Roma R300. Ist eine gute Sache. Dann, wenn du dir die Klingengeometrie, wenn man das so sagen kann, anschaust, dann siehst du, dass es hier einfach verstärkt ist, der Klingenrücken. Das heißt, das ist auch beim Batonieren, was wir uns dann nachher, und auch beim Hacken, tut sich einfach was. Klinge geht ganz leicht nach unten, ja, so leichter Droppoint, lässt sich gut halten, wenn man jetzt wirklich einmal was bohren sollte, zum Beispiel fürs Feuerbohren oder andere Aktivitäten, ist das alles gut gemacht. Hier ist dieses Chimping, das ich eigentlich nicht mag, aber bei diesem Chimping hier ist es zumindest nicht so schlimm, dass man sich gleich die Haut vom Daumen abreiben kann oder wenn man so harte Haut auf den Füßen hat, ne? Da gibt es so Reibedinger her bei irgendwelchen Drogeriemärkten, auch bei Rossmann, mit dem ich übrigens nicht verwandt bin, leider oder Gott sei Dank, und da könnte man die harte Haut runterreiben bei manchen Chimpings, die gemacht werden. Das ist hier glücklicherweise nicht der Fall, also das passt ganz gut. Denn Feuerstahlbedienung ist halt ab dieser Stelle hier ganz gut möglich, werden wir uns dann auch noch ansehen, also das ist alles ganz rund. D2-Stahl, technische Daten im Detail, Gewicht und so weiter, schaust dir, und auch die Preise, weil die ändern sich immer wieder, schaust dir auf Amazon oder bei mir im Shop an, das ist am gescheitersten. Gut, also ich glaube, ich habe dazu jetzt genug gesagt. Scheide erinnert mich erstens einmal an das Lili-Messer, die hat genau dieselbe Scheide, ja? Das Messer von der Lili, nämlich dahingehend, dass wir hier hinten diese kleinen Ausnehmungen haben, dass man sie in eine Molle reingeben kann, also die Schlaufen, die sind mit Glätt und dann noch einmal mit einem Druckknopf versehen, das ist auch sehr schön verarbeitet, sehr, sehr breit, ja, sehr breite Scheide, ist wirklich sehr, sehr nett, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen, also wirklich gar nichts. Ja. Das Messer fällt nicht gleich raus, auch wenn man die Öse geöffnet hat, ja, das ist alles in Ordnung. Man kann das auch runterschrauben, wichtig dabei ist halt, dass dann der Halt von dem Messer nicht mehr so gegeben ist, da muss man sich was überlegen, aber es würde grundsätzlich gehen, wobei bei dem Messer hier das absolut überhaupt keinen Sinn macht, weil das muss man eher am Gürtel tragen, also so als Neckknife würde ich das sowieso nicht empfehlen. Das ist einmal das eine, das gefällt mir sehr gut. Von der Scheide insgesamt, also abgesehen davon, dass ich jetzt gesagt habe, dass die Messerscheide beim Lili-Messer genauso ist, erinnert mich das aber auch an Cold Steel, ja, an das SRK, das auch ein tolles Messer ist. Aber wenn ich die jetzt vergleiche, wirst du halt auch gleich sehen, dass da hier, das ist richtig schön, wirklich eine sehr breite und hohe Klinge.
Und wenn ich das jetzt mit dem SRK vergleiche, ja, das ist halt etwas Schlankeres. Also, ja. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, es erinnert mich irgendwie, nicht von der Geometrie, aber einfach so vom und auch nicht vom Griffmaterial, aber insgesamt so ein bisschen an das Lilly-Messer. Muss ich immer wieder sagen, weil es mir einfach einfällt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Interessiert mich sehr. Ich finde es auch gut. Ich würde ein paar Sachen verbessern. Und es erinnert mich auch an ein anderes Messer, über das ich jetzt noch nicht reden mag. Aber ich halte jetzt Maul und jetzt arbeiten wir endlich mal was. Ja, ich bin wieder bei der ärmsten Haselstaude im gesamten Bushcraft-Camp hier auf waldurlaub.at. Billige Eigenwerbung hier natürlich, alles ganz, ganz klar. An alle Umweltschützer, ich darf das hier. Hinter dieser Kamera befindet sich ein Parkplatz. Diese Teile wachsen da rein. Und wenn es ich nicht mache, machen es Holzarbeiter mit so Sägen. Und daher ist das in Ordnung. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, einfach in den Wald gehen und irgendwas umhacken, nur um ein Messer zu testen. Ja, so. Also es hat einen Sinn hier. Gut, da wird das Teil jetzt seine Vorteile ausspielen, ich weiß es. Ich weiß es. Der vibriert jetzt natürlich, das ist ganz klar. Aber das fährt so ein, das macht wirklich richtig sau Spaß. Ja, ja. Da kann man seine Aggressionen richtig loslassen. Nein, das ist super. Der hat jetzt vibriert, das hast du natürlich gemerkt. Es wird viel schneller durchgehen, wenn das noch ein Ast wäre. Aber die will ich jetzt nicht abhacken hier an der Stelle, weil das noch passt. Das Einzige, was ich jetzt noch abhacken werde, ist dieses kleine Teilchen hier. Aus dem Grund, ja, weil das in den Parkplatz reinwächst. Und ab dem nächsten Messertest, also lass ein Abo hier, werden wir dann die nächsten Haselstauden da drüben malträtieren und etwas niedermachen. Gut, also das wird mit einem Hacker sein. Also das geht durch wie nix. Das Messer ist wirklich cool. Wirklich cool, wenn du etwas Grobes suchst. Schauen wir uns einmal die feinen Arbeiten an. Da muss ich jetzt leider danach vorgreifen, was ich eigentlich, wie gesagt, eigentlich nicht ich. Warum die das immer tun? Warum? Die chinesischen wollte ich jetzt gerade sagen, aber die, ja, die auch, aber alle Messerdesigner oder so viele Messerdesigner das machen. Ich halte das für ein Outdoor-Messer einfach nicht gescheit, weil ich verliere für nichts, mache ich das. Klar, wenn ich ein Parierelement habe, das so lang ist und ich da nicht, aber auch da, ich mag es nicht. Jetzt habe ich mich ausgerotzt einmal. Nein, aber jetzt wieder zurück zum Thema. Schau dir das einmal an. Schau dir das wirklich an. Also das ist, obwohl es so ein großes Messer ist, mit diesem D2-Stahl, der sich übrigens, der hier zumindest, also das ist ja auch nicht immer gleich, und ich bin kein Stahlexperte, interessiert mich überhaupt nicht, aber bei dem merke ich halt, der lässt sich auch gut nachschärfen mit dem CC4. Billige Eigenwerbung kriegst du natürlich auch bei mir im Shop, ganz klar. Also schau mal her, also das macht einfach Spaß. Du hast hier nicht nur ein Hauwerkzeug, oder Hauwerkzeug, ich meine, es ist kein Scrammer, ja, ist ganz klar, oder ein Defender, ja, Icon Defender ist ja auch nicht. Aber man schaut den Preis an, das ist wirklich total okay. Du kriegst da viel Messer mit einem guten Stil, ja. Und das ist cool, das ist wirklich cool. Wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche, wenn ihr da auch immer wieder, und Powercut wäre super möglich, wenn sie das da nicht gemacht hätten. Ich weiß, ich hau immer drauf. Und das, viele Zuseher mögen das nicht, vielleicht du auch nicht, aber es ist meine Meinung, es ist einfach so. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem SRK, von Cold Steel, ja. Da habe ich weniger in der Hand und ich habe es anders in der Hand. Es ist einfach eckiger, ja. Es ist einfach viel, viel, viel eckiger und unser Aroma hier, das ist viel, 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 viel runder, angenehmer, für mich zumindest. Aber das musst du eben in der Hand haben, um hier Entscheidung zu treffen. Aber wenn ich das jetzt vergleiche, das Cold Steel ist auch recht frisch geschliffen, hat, und das ist schon genial, das Roma die Nase vorn. Ja? Ich meine, nicht, dass du jetzt sagst, du Rainer, du willst mir nur das Roma verkaufen, du machst das SRK schlecht, das habe ich, ich kriege so viele lustige E-Mails und Kommentare. Das gibt es auch bei mir im Shop, kannst du auch kaufen. Ja, also das ist es nicht. Nein, es ist tatsächlich genau so. Das heißt jetzt nicht, dass das SRK schlecht ist, gar nicht, das ist ein super Messer. Wirklich super Messer. Hat auch dieses Problem nicht, weil das Ricasso hier nur ganz, 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 ganz klein ist. Und daher ist das schon okay. Also kann man auch super Powercut machen. Ist wirklich ein tolles Messer. Habe ich extrem gern. Aber das Roma hat meiner Meinung nach trotzdem, wenn diese Fingermulde nicht wäre, die Nase vorn. Und zu guter Letzt, und dann höre ich auf, mag ich dann auch ein anderes Will Steel vorstellen. Und zwar, das hat mir auch derselbe Mensch zugeschickt. Ich will den Namen nicht nennen, weil wir nicht drüber geredet haben, ob ich das darf. Ja. Das Truid,
das ich auch total genial finde. Das ist ein ganz anderer Stil. Wenn du dieses, auch ein anderer Stahl und alles, wenn du das Messer auch im Review sehen willst, dann gebe ich da oben beim i draufklicken, kommst du auf meinen Messerkanal. Es gibt den Reini Rossmann Messerkanal und dort stelle ich das vor. Und das gibt es auch bei mir im Shop, weil ich auch dieses Teil, das ist so arg. Also ich habe eine richtige Freude, dass ich diese Steel Wheel entdeckt habe. Das sind richtig coole Arbeitsmesser. Aber das gibt es in Lederscheide, aber schau dir das an, das Video zu dem, gebt ihr dann auch am Ende von diesem Video hier den Link noch einmal. Also ganz in Ruhe noch den Roma zuschauen und dann das nächste. Aber wie gesagt, wenn das nicht wäre, dann wäre es mein Messer. Na gut, dann wollen wir mal batonieren hier einen Buchenscheit. Das Messer batoniert, das weiß ich. Und es ist halt aber aufgrund der durchschnittlichen Klingen Dicke halt nicht unbedingt das Beste. Also ein A1 zum Beispiel spaltet besser und eine Axt sowieso. Tut mir schon die Hand weh. Es ist nämlich kühl heute. Woran das wohl liegen mag? Hä? Da ist sicher Ast drinnen. Da ist sicher irgendwo ein Ast drinnen, dass das genau jetzt nicht geht. Aber gib mir auf, ich hole einen anderen Schlagstock. Na, da machen wir gleich weiter. Ja, da, mit dem wird das besser gehen. Ja, da tut man nämlich, ja, der wird zwar kaputt, aber so, weil das ist so eckig, wenn ich das angreife, das ist fürchterlich. Ja. Also, es wird mit dem hoffentlich besser gehen. Schauen wir noch einmal. Schauen wir noch einmal. Haxen. Nein, der wird auch kaputt. Aber ich gebe nicht nach. Na, da ist irgendwo ein Stück drin. Ein Ast eingewachsen. Schau. Dann von der anderen Seite. Dann von der anderen Seite. Nein, gar kein Ast eingewachsen. Wollte einfach nicht durch. Wollte nicht durch. Ich meine, es funktioniert. Aber noch einmal. Es ist nicht schlecht, überhaupt nicht. Und ich meine, wer macht sowas normalerweise? Es ist jetzt nur ein Messertest. Aber es ist halt, wenn du wirklich viel Spaltwirkung willst, dann empfehle ich ganz einfach für alle, denen das wirklich wichtig ist, unbedingt das A1. Auch wenn das Felniven A1 gibt es natürlich auch bei meinem Shop. Auch wenn das viel teurer ist. Ein zares Holz, wie man in Österreich sagt, gefunden. Also auch wenn das viel teurer ist, aber bei dem hast du einfach viel mehr Spaltwirkung. Ist ganz einfach so. Gut, natürlich auch das mit den Locken machen. Also das macht wirklich Spaß. Also es ist, schau dir den Preis an. Schau dir den Preis an. Und auf Amazon oder gern bei mir, wie du magst. Also für den Preis kriegst du wirklich viel Messer. Ja, das ist absolut in Ordnung. Da kann ich echt nichts sagen. Vibrationsmäßig auch. Ganz leicht spüre ich das. Aber jetzt nicht wirklich massiv wild oder so. Also ein Messer, ein Allround-Messer für den Outdoor-Bereich, fürs Bushcrafting, fürs Survival-Training oder einfach so zum haben wollen, weil die Optik mit dem schwarzen Ding wird den einen oder der anderen auch gefallen. Also macht einfach wirklich Spaß. Und natürlich die Frage, Feuerstahlbedienung ist machbar, gibt es aber besseres. Ja. Es geht, aber allzu scharf, dass ich jetzt sage, okay, das ist wirklich so richtig fett, ist es nicht. Also da gibt es bessere. Also das ist einfach so. Es geht zur Not, muss ich dazu sagen, es geht zur Not, aber da gibt es sicherlich bessere Varianten.
Ja, zusammenfassend ein sehr, sehr gutes Messer, das ich hundertprozentig empfehlen kann, wenn du mit diesen zwei Schönheitsfehlern zurechtkommst, nämlich mit dieser Fingermulde und die Feuerstahlbedienung. Aber ich meine, wahrscheinlich bist du so verrückt wie ich und hast sowieso mehrere Messer am Mann oder an der Frau. Aber ist ein anderes Thema. Aber so schaut es aus. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gib dir den Link. Zu mir in den Shop natürlich oder auf Amazon, wenn du dort lieber kaufst. Schau es dir an, es lohnt sich auf jeden Fall. Zu guter Letzt noch Dankeschön fürs Zuschicken. Ich will deinen Namen nicht nennen, du hast mir nicht erlaubt, das zu tun, deswegen, aber das Messer hier, das stelle ich hier am Messerkanal vor. Schau dir das auch gleich an. Das ist ein eigener Kanal, da geht es nur um Messer, wenn dir das interessiert. Daumen nach oben. Abo da lassen hier bei mir, da geht es zum Truid Messer und zum anderen Messerkanal, lass auch dort ein Abo da. Danke fürs Leihen. Alles Gute, bis bald, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.